Heute mal wieder mit Pfeife und einem ganz besonderen Tabak für euch, den McBaron HH Old Dark feiert. Dazu habe ich ein bisschen was vorbereitet. Paar kleine Notizen zum Tabak, damit ich auch wirklich nichts vergesse. Den rauche ich heute in meiner wunderschönen Peterson Kildare. Eine wunderschöne Canadian mit natürlich dem obligatorischen Pilip-Mundstück. Eine sehr filigrane Pfeife für Petersen-Verhältnisse. Wirklich sehr klein filigran. Hat hier eingestempelt die Nummer 264 und auch gestempelt mit Made in the Republic of Ireland. Wunderschöne Pfeife, ungefiltert. Kleines Füllvolumen. Und damit eigentlich perfekt für diesen Tabak. Denn in einer großen Pfeife ist ja schon ganz schön mächtig. Nicht aufgrund des Nikotingehalts, einfach vom Geschmack ist es doch sehr viel auf einmal. Und ich fange einfach ein bisschen an zu erzählen, was ich mir so notiert habe. Und zwar der Geschmack, ganz klar rauchig, dann eine herbe Süße dabei, eine Nussigkeit und er ist einfach insgesamt sehr vollmundig. Also neben diesem ja, rauchigen, herb-süßen, doch noch die Nussigkeit des Burleys ganz klar rauszuschmecken. Ich habe mal auf der Stärkeskala von 0 bis 6 habe ich mal eine 4 vergeben. Das bezieht sich aber nicht unbedingt auf die Nikotinstärke. Würde behaupten, ich bin relativ nikotinresistent. Da habe ich da mal eine 3 von 6 vergeben. Und welche Tabake sind drin? Es ist ein Virginia, es ist ein Burley und ein Kentucky. Kentucky ja eigentlich keine eigentliche Tabaksorte, sondern einfach ein Burley, der nochmal fire-cured wird. Und gucken wir uns mal gemeinsam an, den Old Dark feiert. Ja, und als nächstes mal der Blick in die Dose oder auch der Geruchstest. Sieht einfach schon lecker aus, wenn man ihn aufmacht. Ich weiß nicht warum, aber ich habe immer das Gefühl, dass alle McBaron-Tabake so eine gleiche Grundnote haben. Und auch unabhängig, ob es ein HH ist oder ein Navy Flake, so ein ja, ganz, ganz interessanter Eigenduft, der immer dabei ist. Ansonsten. Ja, Rosinen, brotig, dunkles Brot, auch die leichte Säure. Es riecht einfach unfassbar lecker. Er schmeckt weniger, wie er riecht, aber er ist schon eigen. Der Geschmack ist eigen. Schmeckt jetzt nicht wie eine Räucher-Latakia-Bombe. Aber der Raumduft ist schon ein bisschen Lagerfeuer. Muss man wissen. Sollte man, wenn man nicht alleine lebt, vielleicht vorher einmal abklären. Habe schon gesagt, der Rauch ist vollmundig. In der Tat ist er das. Ich vergleiche das nur mal mit so einem Guinness. Wenn man Guinness trinkt, das hat ja auch so ein sehr volles Mundgefühl, nicht so wie ein schönes, helles oder ein Pilz. Beim Guinness hat man schon ein bisschen diese Schokoröstaromen im Mund und ähnlich verhält sich das mit dem Tabak.
Deswegen zum Guinness, generell im Dark Ale, mag ich den besonders gerne. Aber auch abends oder nach einem guten Essen kann er sich richtig gut entfalten und macht dann richtig Spaß. Selten schon morgens Lust auf sowas Volles. Dann doch lieber einen leichten Virginia, ein bisschen Perique vielleicht. Aber so zum Abend hin oder an freien Tagen, wenn man draußen ist, ein Bier trinkt, an der frischen Luft. Doch, der macht Spaß. Ja, und gerade in so einer kleinen Pfeife mit einem wirklich kleinen Füllvolumen, da kann der doch was. Und ja, und man sagt ja eigentlich, dass man die Flakes dann eher in einem größeren Kopf rauchen sollte. Ich weiß nicht, ich bin da nicht so religiös. Ich habe den vorher klein gerubbelt. Das finde ich bei dem Flake tatsächlich auch angenehmer, wenn der ein bisschen zerkleinert ist, vorher so wirklich einfach aufgerubbelt in den Deckel, dann in den Pfeifenkopf gefüllt, ein bisschen gestopft. Da merkt man auch nochmal, wie ledrig der eigentlich ist. Wenn man den so in den Handflächen hält und aufrubbelt, lässt sich super aufrubbeln. Ich finde ihn einen Tick zu feucht. Dadurch geht er mir tatsächlich, ich bin jetzt vor, ist glaube ich das erste Mal geraucht, nachdem ich ihn 2 Tage hatte. Bin jetzt nicht groß trocknen lassen. Aber so grundsätzlich eine Empfehlung, wenn ihr stärkere Tabak mögt oder ein bisschen mehr Dampf haben wollt, ein bisschen mehr das Gefühl haben wollt, dass da wirklich was in eurer Pfeife verglimmt, verbrennt. Wenn ihr grundsätzlich torfige, rauchige Whiskys mögt, wenn ihr Barbecue-Soße mögt, dann ist das der perfekte Tabak, der sich eigentlich so in diese Reihe von einem schokoladigen Bier, einer rauchigen, vollmundigen Barbecue-Soße und einem guten Islay-Whisky einreiht. Das ist der Tabak eigentlich perfekt. Das ist dann ein rundes Bild, weil eine schöne Süße dabei ist, nicht so wie bei einem reinen Latakia, dass man tatsächlich nur so Ofenfeuer hat, sondern dass man da auch noch einen guten Burley hat für die Nussigkeit. Der Virginia kommt mit der Süße ein bisschen durch. Das ist aber nicht so eine heuige Süße. Das ist eine herbe Süße. Und auch natürlich die Verarbeitung, dass der halt nochmal unter Dampf gepresst wird. Und dazu eigentlich zu einer Einheit verschmilzt. Das passt hervorragend zusammen. Genau, er wird heiß gepresst und während des Pressens wird er heiß bedampft, wodurch sich die Tabake in einzigartiger Weise verbinden. Ja, das kann ich bestätigen. Also man hat hier nicht irgendwie drei Geschmäcker, die da in unterschiedlicher Reihenfolge auf einen einprasseln, sondern man hat wirklich einen Geschmack und da ist alles drin. Bombastisch, toller Tabak, sehr zu empfehlen. Wenn ihr nach was Rauchigem sucht, auch im Sommer abends, laue Sommernacht, kann ich mir super vorstellen. Freue ich mich drauf, bei einem guten irischen Bier. Ich gerne dabei. Ansonsten war es das für heute. Ich hoffe, ihr seid gesund. Habt ein schönes Wochenende. Viel Spaß und bis dahin, euer Christian. So, hier jetzt nochmal die Detailansicht. In dieser wunderschönen, diesem folierten Papier verpackt. Und dann haben wir hier diese kleinen dünnen Flakescheiben, die wirklich super geschnitten sind, typisch McBaren. Wunderschön dunkel, goldene Einsprenkler. Und wirklich sehr, ja, ledrig feucht, würde ich fast sagen. Toller Tabak.